Videokonferenz mit iSurf, diesmal aus Moderatorensicht. Ich möchte euch kurz die wichtigsten Punkte zeigen, die es dabei zu beachten gibt. Im Moment seht ihr, ich bin selber in der Konferenz drin und ein Testteilnehmer, dessen Mikrofon aber abgeschaltet ist und die Kamera auch. Ja, ich würde auch generell empfehlen, dass nicht zu viele Leute die Kamera anschalten. Das frisst sehr viel Bandbreite. Als Moderator habe ich zusätzlich die Möglichkeit, hier den Bildschirm zu teilen oder auch eine Präsentation hochzuladen, wenn ich nicht die benutzen möchte. Ich zeige euch kurz, wie das geht. Ich kann entweder einfach eine Datei auf dieses Feld ziehen oder ich sage hier auf, nach Dateien suchen und dann kann ich zum Beispiel eine PDF-Datei öffnen. Jetzt steht hier zwar, es wird hochgeladen, das passiert aber nicht, bis ich hier auf Hochladen klicke. Dann wird die Datei tatsächlich hochgeladen, konvertiert und gleich gestartet, so dass ich euch die Präsentation, die ich haben möchte, zeigen kann. Ich zeige das mal etwas größer, dazu schalte ich meine Kamera ab. Und hier kann ich mit den Pfeiltasten beispielsweise die Folien weiterschalten oder eine Folie aussuchen, also beispielsweise wieder zurück zur ersten Folie gehen. Ich kann in den Folien auch beispielsweise mit dem Stiftsymbol malen. Also wenn ich sagen wollte, hier das ist besonders wichtig, kann ich das unterstreichen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, dort beispielsweise Text einzufügen und das in einer Farbe, die ich mir aussuchen kann, und beim Stift in einer beliebigen Strichstärke. Wenn mir das nicht gefällt, kann ich die letzte Anmerkung zurücknehmen oder auch alle Anmerkungen löschen. Neben den Präsentationen kann ich auch Umfragen stellen. Ich kann zum Beispiel ein Quiz veranstalten und sagen, was ist richtig, A, B oder C. Und die Schüler sollen dann abstimmen. Beispielsweise hat der Schüler jetzt A gesagt und die Umfrageergebnisse kann ich dann auch hier veröffentlichen, sodass alle das sehen können. Ich kann auch ein externes Video teilen, das habe ich aber noch nicht versucht und habe da eigentlich auch im Moment keine Verwendung für. Wichtig ist dieses Stellrad. Ich kann darüber alle Statusinformationen löschen. Das heißt, wenn jetzt mein Teilnehmer sagt, ich möchte beispielsweise eine Frage stellen und sagt hier, ich heb die Hand und das machen ganz viele, ja, da muss man darauf achten, das Symbol ist recht klein, kann ich alle Statusinformationen löschen, dann haben alle die Hände runtergenommen. Ich kann alle Teilnehmer stumm schalten, muss aber aufpassen, dass ich zu allen dazugehöre und mich hinterher wieder anschalte, sonst hört mich auch niemand von den Teilnehmern. Ich kann auch jemand anders zum Präsentator machen. Das geht ganz einfach, indem ich auf den Teilnehmer klicke und sage zum Präsentator machen. Ich kann sogar zum Moderator befördern. Und wenn ich das getan habe, dann kann ich sagen, schalte alle Teilnehmer außer dem Präsentator stumm. Praktisch finde ich die Teilnehmerdaten zu speichern, denn dann muss ich mir nicht merken, wer teilgenommen hat, sondern habe hinterher eine Textdatei, in der ich nochmal nachschauen kann. Viele andere Sachen mögen auch spannend sein, ich glaube aber, das sind die wichtigsten Grundfunktionen und hoffe, dass euch das erstmal den Einstieg erleichtert. Macht's gut, tschüss.